Hallo liebe Leute, ich möchte euch heute eine kleine Einführung in Hula-Hoop-Reifen geben und wann man welchen Hula-Hoop-Reifen benutzt, wie groß sie sein sollen und aus was das Material ist. Welcher Reifen ist für euch geeignet? Ich fange mal an mit dem Standardreifen. Dieser Reifen ist eher so ein Anfängerreifen für Erwachsene, vielleicht auch für Jugendliche. Man sagt, ein Hula-Hoop-Reifen sollte ungefähr bis zum Bauchnabel gehen. Dieser Reifen hat einen Durchmesser von 90 cm und eine Dicke von 2 cm. Der ist relativ schwer und besteht aus PE-Rohr. Schwere Reifen lassen sich relativ leicht drehen, weil man einen guten Schwung geben kann und eine gute Rückmeldung kriegt von den Reifen. Was haben wir noch? Wir haben hier so einen Reifen, das ist ein HDPE-Reifen, das ist das Material. Der ist ein bisschen dünner, der ist 16 mm von der Dicke des Rohrs und der ist auch insgesamt ein kleines bisschen leichter. Diese Reifen eignen sich ganz gut für Leute, die schon ein bisschen besser können und auch für, nach meiner Erfahrung, die Kinder und junge Jugendliche, die relativ fit und schnell sind. Das sind die Erfahrungen aus meinen Kursen. Die Kinder greifen gerne zu denen hier. Auch hier sollte der Reifen ungefähr den Kindern dann bis zum Bauchnabel gehen. Für Kinder passt die Größe 85 cm Durchmesser in der Regel ganz gut. Wichtig ist, ihr müsst beachten, hier innen drin sollte ein Tape sein. Das ist Pro Gaffer Tape. Das ist ein Tape, was nicht rutschig ist, sondern im Gegenteil ein bisschen haftet und auch an der Kleidung. Vielleicht auch kurz zur Kleidung. Es ist ganz gut, wenn ihr Sachen anhabt, die aus Baumwolle sind und nicht aus so ganz glattem Zeug, diese Sportklamotten, weil da rutschen die auch eher runter. Das heißt, wenn ihr neue Übungen macht und ihr habt Baumwollklamotten an, ist das in der Regel einfacher zu lernen. So, der Vorteil von diesen Reifen ist auch, diese leichten Reifen, HDPE, kann man ganz gut an der Hand bewegen, ohne dass es jetzt groß weh tut. Wenn ich den dicken Reifen an der Hand bewege, tut es mir irgendwann ziemlich weh oder auch im Hals. Das ist ja ein bisschen angenehmer. So, was gibt es noch auf dem Markt? Das sind Polypro-Reifen. Das ist die gleiche Dicke, wie die ich am Anfang hatte. 2 cm dicker Reifen und auch 90 cm von der Höhe. Diese Reifen sind auch ein bisschen leichter als die hier. Mit denen kann man eigentlich auch als Anfänger ganz gut hupen. Auch diese Reifen tun nicht so dolle weh, wenn man die an der Hand oder am Arm macht. So, ganz zum Schluss. Das hier ist die Mammut-Variante. Wenn jemand zu mir in den Kurs kommt und kriegt gar nicht hin, mit dem Drehen hier, ja, dann kriegt er so einen ganz dicken Reifen. Und der geht natürlich ganz langsam, ist ganz schwer und ist auch für die Omis gut geeignet. Dieser Reifen ist dann noch ein bisschen größer vom Durchmesser als 90. Der hat dann ungefähr 100 cm Durchmesser und tut natürlich bei diesen Sachen richtig weh. Also dafür kann man das nicht gut verwenden. Nochmal zusammengefasst. Meine Empfehlung: Kinder, HDPE-Reifen relativ günstig, kriegt man schon für 19 Euro. Wichtig achten, Gaffertape reinmachen, 85 cm. Geeignet gut zum Hula-Hupen und auch zum Handhupen. Dieser Reifen hier aus Polypro könnte ich euch auch empfehlen. Das ist ein Reifen, der ist ein bisschen dicker, aber auch der, mit dem könnt ihr auch gut diese Bewegungen machen. Der ist ein kleines bisschen schwerer als der HDPE-Reifen. Also das hier ist der Polypro-Reifen, das ist der HDPE-Reifen. Eignet sich aber auch ganz gut. So, das war's für heute. Vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hupen.
Tschüss. Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie man an der Hüfte hula-hoopt. Ich zeige euch, wie man den Drehhüpf macht, wie man Seilschritte macht und am Ende zeige ich euch noch eine kleine Präsentation. Ja, wie geht es los? Wir stellen uns ganz entspannt hin. Ich drehe jetzt den Reifen in diese Richtung und ich mache es spiegelbildlich zu euch. Das heißt, ihr dreht den Reifen links rum. Ich bin euer Spiegelbild. Ihr nehmt den Reifen schön hinten an den Körper, die Hände nicht so weit hier vorne, sondern an die Seite, stellt euch in Schrittstellung, das rechte Bein so ein Stück nach vorne und dann gebt ihr einen Schwung und zwar holt ihr in diese Richtung aus und gebt mit der rechten Hand einen Schwung und dreht den Reifen. Es ist eine Vorwärts- und eine Rückwärtsbewegung mit dem Körper, die ich mache. Ich drehe mich nicht im Kreis, meinen Körper nicht im Kreis, aber den Reifen. So, jetzt mache ich eine Drehung. Wenn ihr das nicht schafft, dann übt ihr bitte erstmal Vierteldrehungen. Ich mache das vor. Eine Vierteldrehung, den Reifen wieder stabilisieren. Zweite Vierteldrehung, nochmal und immer wieder den Reifen stabilisieren. So, jetzt kommt der nächste Teil. Wenn ihr das schafft, üben wir die Seitschritte. Wir fangen nach links an, und zwar machen wir Sidesteps, 1, 2, 1, 2 und wieder zurück in die Richtung, 1, 2, 1, 2. Zum Schluss machen wir das Ganze noch nach vorne, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Achtet drauf, dass ihr kleine Schritte macht. Bei großen Schritten ist es sehr schwierig. Ich fange mit kleinen Schritten an. Jetzt machen wir noch die Präsentation mit euren Armen. Und zwar immer einen Arm hoch. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt halte ich den Reifen an. Den halte ich an, indem ich gucke. Der Reifen dreht sich in diese Richtung. Dann nehme ich die linke Hand und führe mit. Und versuche ihn dann hier hinten von oben festzuhalten. Achtung! Das war's für heute. Viel Spaß beim Üben. Okay, und das Allerwichtigste ist, wenn ich jetzt anfange zu üben, schaltet richtig gute Musik ein, dann geht's gleich viel besser. Ciao! Ihr.